Okay, mein Name ist Zorik Kenji und ich war gestern um 18 Uhr am Reichstag verabredet zum Tanzen und es spricht ja schon dafür, dass es eine friedliche Veranstaltung war, die von, ich kann die Leute immer schwer einschätzen mit diesen Reichsfahnen und diese Reichsbürger, also waren auf jeden Fall keine Querdenkerveranstaltung. Und dann kam plötzlich ein Aufruf von einer Dame, die gesagt hat, jetzt muss ich es nochmal zusammenkriegen. Die Polizisten haben die Helme abgenommen. Sie hat es in einer recht emotionalen Stimmung gesagt. Die haben die Helme abgenommen. Trump ist in Berlin. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir besetzen die Treppe des Reichstages. In dem Augenblick hat sich die Menge in Bewegung gesetzt und sind die Reichstagstreppen nach oben Das habe ich jetzt das gestürmt. zweite Mal gehört. Genau. Und ich habe es auch aufgenommen. Haben sich nach oben gesetzt. Witzigerweise war eine türkische Fahne als erstes oben, muss man dazu Die sind sagen. immer die Und Ersten. genau, Grüße an die und Grüße an die Türken. Türken. Und Ich dann mag aber. türkische Musik übrigens, um das einfach nur Und mal so zu türkisches Essen. betonen. Und türkisch, Und ja, ich es habe ja war auf auf Zypern jeden gewohnt. Fall. Und auch die Griechen mag Es ich. hat sich dann nach 5 Minuten hat es so ausgesehen, als würde so eine Teenie-Veranstaltung da oben vom Reichstag quasi mit Fahnen rumbrachen. Die Polizei war die ersten 10 Minuten ein bisschen geschockt oder beziehungsweise haben nicht gewusst, was sie machen sollte. Dann sind Sondereinsatzkommandotruppen, die ein bisschen härter sind, glaube ich, als die normale Berliner Polizei, gekommen und haben die Leute von oben nach unten getrieben. Allerdings ein bisschen unsanft mit Tränengas. Ich habe auch noch welche Leute gesehen, die Tränengas abbekommen haben und mit Tritten die Treppe runter befördert. Von Seiten der Demonstranten ging aber keine Gewalt aus. Das sah ganz anders aus in den Medien, ne? Also da sind wir wieder bei der Berichterstattung. Ich möchte da vielleicht mal eine Sache dazu sagen. Ich habe gestern alle Sender geguckt, also Tagesschau, Heute. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Es waren 38.000 Menschen. Das kann nicht sein. Ich bin wirklich zu Fuß. Ich wollte mir diesmal wirklich einen Blick machen. Ich bin mit Bodo wirklich von der Bühne bis hinten zum Brandenburger Tor gegangen. Da sind wir auf die Bühne oben rauf am Brandenburger Tor. Und Also soweit dieser wir Platz gucken war einfach toll. konnten, bis zur Friedrichstraße, vielleicht ist es auch gut, Bodo, wenn du das gleich nochmal bestätigst, waren Menschenmengen. Aber ich bin auch in die andere Richtung gegangen und da war das genauso. Also Richtung, wie Ich heißt das? bestätige es. Ja, genau. Sehr So, gut. und es waren viele Hunderttausende von Menschen. Und das, was ich einfach bemängel, das ist, man kann sich irren in der Zahl, weil die ist natürlich unklar, aber man kann auch lügen. Und die Lüge fängt dann an, wenn man einfach nicht die Wahrheit erzählt. Und die Wahrheit ist eine völlige Untertreibung. Wenn etwas das Zehnfache mehr ist, dann ist es eine Lüge. Und das muss man ganz klar sagen, liebe Tagesschau, liebe Heute-Sendung, ihr habt gelogen. Und zwar, wir haben euch ertappt beim Lügen. Und das ist auch der Grund, warum es einfach viel mehr Demonstranten diesmal geworden sind, weil ihr das letzte Mal genauso gelogen habt, bloß diesmal waren es doppelt so viele Menschen. Und das, was ich einfach dazu sagen muss, Medien, die einfach ihre Aufgabe, nämlich eine Staatsgewalt einfach auch hier praktisch zu übernehmen und einfach für Recht und einfach auch für Wahrheit zu sorgen und die das nicht, also nicht umsetzen, die sind parteiisch. Und dann muss man ganz klar sagen, dann ist das nicht mehr demokratisch, was hier passiert. Und deswegen sind die Leute auf der Straße, weil sie nicht über Monate, über Wochen und Monate einfach das Gefühl haben, hier stinkt der Fisch vom Kopf bis zum Fuß. Und das gilt für die Politik, das gilt für die Richter und das gilt halt auch für die Medien. Und das muss man einfach mal so klar sagen. Und deswegen bitte bringt morgen so viel Zeitung, wie es nur irgendwie geht, und schmeißt die vor die Haustür der Redaktion. Ihr habt jeder in eurer Stadt, egal wie groß sie ist, habt ihr eine Redaktion, schmeißt den Kram denen vor die Haustür. Nur diese Bilder, wenn ihr diese Bilder zeigt, dann kann man einfach auch so eine Sachen auch langfristig klären. Die Medien sind ganz, ganz wichtig dafür. Und wir brauchen halt auch die klassischen Medien auf unserer Seite. Also, nicht nur die Politiker müssen ausgewechselt werden, sondern auch die Chefredakteure. Also in Vor dem allem war das Sinne. ganz klar, war das eine Aktion, eine Einzelaktion von einer sehr emotional geladenen Dame, die zweimal geschrien hat: Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ich habe mich dann gefragt: Was habe ich gewonnen? Ich habe nichts gewonnen. Ich weiß nicht, ob Trump da ist. Also, es war auf jeden Fall. Und dann hat die einfach die Menge in Bewegung gesetzt mit ihren Emotionen. Und die haben auch nicht wirklich schlimme Sachen gemacht. Die haben einfach nur die Treppe da oben besetzt. Das ist alles. Das war alles. Was unser Recht ist. Ich glaube, ich Genau. würde mal sagen, den Bundestag zu besetzen, ist unser Recht. Gut, das war's. Bin ich mit der Reichsfahne wieder.